Wir begrüßen Sie herzlich zu unserem Vortrag Die Weltgeschichte der Erde im Zeitraffer. Das Erstaunliche an diesem Geschichtsüberblick ist, dass er nicht nur die Vergangenheit und Gegenwart der Erde behandelt, sondern auch deren Zukunft. Wie ist das überhaupt möglich? Welches Geschichtsbuch oder welcher Geschichtsschreiber hat je etwas über die Zukunft vorausgesagt? Kein Mensch kann so etwas glaubhaft tun. Nur ein einziges Buch kann uns zuverlässig die weitere Entwicklung der Menschheit vorhersagen. Dieses Buch aller Bücher hat stets alles richtig vorhergesagt und sich als göttlich inspiriertes Werk erwiesen. Es ist die Bibel, das Wort Gottes. Da die Bibel den Menschen, die sie niederschrieben, von Gottes Geist eingegeben wurde, liefert sie uns die wesentlichen Eckdaten der Weltgeschichte aus Gottes Perspektive. Gott, der Schöpfer der Erde und der Menschen, existiert ewig und außerhalb der Erdzeit. Daher kennt er zu jeder Zeit unseren Anfang, unsere Gegenwart, als auch unsere noch verbleibende Zukunft. Da sich alle Aussagen der Bibel durch den bisherigen Verlauf der Weltgeschichte stets vollkommen bestätigt haben, können wir sicher gehen, dass dies auch in Zukunft so sein wird. Paulus schrieb in Galater 1,11: Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. In den vergangenen 6,5 Jahren habe ich 6-mal die Bibel komplett durchgelesen und das für uns besonders relevante Neue Testament sehr viel öfter. Ich möchte auch Sie ermutigen, täglich die Bibel zu lesen und so Gottes Herrlichkeit darin zu erkunden. Prüfen Sie auch das hier Gesagte, ob es sich gemäß der Heiligen Schrift so verhält. Die wichtigste Person der Geschichte der Erde ist Jesus Christus. Der Name Jesus bedeutet Gott rettet. Jesus ist der menschgewordene Gott. Er ist sowohl der Schöpfer der Erde als auch der Retter aller, die sich von ihm retten lassen wollen. Jesus kam im bisherigen Geschichtsverlauf mehrmals auf die Erde, darunter einmal als sterblicher Mensch für 33 Jahre. Und er wird noch ein weiteres Mal kommen, dann in großer Macht und Herrlichkeit. Wir stellen die verschiedenen Zeitepochen anhand einer Zeitachse dar, die sich nun von links nach rechts aufspannen wird. Die Erdgeschichte beginnt mit der Schöpfung des Planeten Erde. Gott teilt uns durch sein Wort mit, dass er im Anfang die Himmel und die Erde schuf. Einige Zeit später beschloss Gott, Menschen zu erschaffen nach seinem Bild. Wir sind also nach dem Bild Gottes geschaffen worden. Die ersten Menschen wurden von Gott dazu bestimmt, sich zu vermehren und über die Tiere bzw. über ihren Einflussbereich in der Natur zu herrschen, das heißt darin eine gestalterische, verantwortungsvolle Rolle zu übernehmen. Die ersten Menschen wurden von Gott in den Garten Eden gesetzt, wo paradiesische Zustände herrschen. Der Mensch sollte den Garten Eden bebauen. Gott gab dem Mann die Frau zur Seite als Gefährtin und Gehilfin. In dieser ersten Zeit waren die Menschen völlig unschuldig und in Einheit mit Gott und daher gab es damals auch keinen Tod. Die ersten Menschen waren als unsterbliche, ewig existierende Wesen erschaffen. Sie sollten nach Gottes Plan fruchtbar sein und sich auf der Erde vermehren. Es war ihnen alles erlaubt zu genießen, all die Herrlichkeiten und die vollkommen perfekte Umgebung, die Gott ihnen geschaffen hatte. Einzige Ausnahme davon war, dass sie nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen durften. Gott ließ den Menschen die Freiheit, gegen seinen Willen das Verbotene zu tun. Der vollkommen perfekte Garten Eden war also keine von Gott nach außen hin verschlossene Umgebung. In seiner Liebe, die niemandem etwas aufzwingt, ließ Gott den Menschen die Freiheit, diesen vollkommenen Ort in Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer zu verlassen. Er hatte sie jedoch deutlich davor gewarnt, dass sie sterben müssen, sobald sie das einzig Verbotene tun würden. Da wir heute alle sterben müssen, ist es klar, wie die Geschichte weiterging. Das größte Drama der Menschheit begann damit, dass die Frau sich von der Schlange zum Essen von dem Baum der Erkenntnis verführen ließ. Als daraufhin auch der Mann von der Frucht aß, war die Katastrophe perfekt. Dieser erste Ungehorsam der Menschen gegen Gottes Gebote wird auch der Sündenfall genannt. Er hatte zur Folge, dass Gott die Menschen aus dem Garten Eden verbannen musste, weil sie sonst möglicherweise auch noch vom Baum des Lebens gegessen hätten und dann, so halte ich es für eine mögliche Erklärung, ewig und unrettbar in der Sünde verschlossen worden wären. Wir stellen die größte und folgenschwerste Katastrophe der Menschheit mit diesem schwarzen Querbalken in der Zeitachse dar.
So kam der Tod zu den Menschen. Von der Zeit an gewann die Sünde immer mehr Raum. Als Folge davon wurde die Schwangerschaft der Frauen schmerzhaft und die Arbeit des Mannes für den täglichen Lebensunterhalt mühsam. Daher kommt es auch, dass wir auf der Erde Furcht, Angst, Bedrohung, Bedrückung und böse Taten erleben. Auf den Sündenfall folgte die vorsintflutliche Periode mit einer Dauer von ca. 1600 Jahren. In dieser Zeit konnten die Menschen noch über 900 Jahre alt werden, was einige auch erreichten. Es war jedoch eine zunehmend finstere, gottlose Zeit, denn die meisten Menschen hörten nicht auf Gott und kümmerten sich nicht um ihn. Diese Periode begann mit dem schrecklichen Brudermord von Kain an Abel. Nur einzelne wenige richteten ihr Leben nach Gottes Willen aus, darunter zum Beispiel Henoch, der in den Himmel entrückt wurde, und später Noah mit seiner Familie. Da die Menschen in ihrem Herzen immer boshafter wurden, wurde Gott überaus zornig über sie. Sein Zorn wurde so heftig, dass es sogar erwog, die Menschheit komplett auszutilgen. Nur der gottesfürchtige Noah hörte auf den Schöpfer, und so baute er die Arche nach Gottes Anleitung als Vorbereitung auf die von Gott beschlossene Sintflutkatastrophe. Außer Noahs Familie ließ sich niemand zur Umkehr und zur Rettung bewegen. So wurden allein Noah und seine Frau sowie seine drei Söhne mit ihren Frauen und von den Tierarten je ein Pärchen durch die Sintflut gerettet. Das Wasser, das bis dahin die Erde schützend ummantelte, ergoss sich nun auf die Erde. Auch wurden die Wasserquellen der Meerestiefen durch Gott geöffnet. Dass die Sintflut tatsächlich so stattgefunden hat, dafür finden wir heute in der Geologie zahlreiche Hinweise. Sehen Sie dazu auch Vorträge von Dr. Markus Blietz und Dr. Roger Liby. Die Arche Noah wurde in den letzten Jahrhunderten mehrfach auf dem Berg Ararat in der heutigen Türkei gefunden. Das Schiff liegt zerbrochen in drei Teile auch heute noch dort. Es konnte in warmen Zeiten, wenn das Eis auf der großen Höhe des Ararat von ca. 5000 Meter etwas zurückgegangen war, von Expeditoren begangen und aus Flugzeugen fotografiert werden. In den Jahrhunderten nach der Sintflut gab es dann weitere weltgeschichtliche Großereignisse, wie zum Beispiel den Turmbau zu Babel im heutigen Zweistromland von Iran-Irak. Die Menschheit hatte beschlossen, statt auf Gott zu hören, einen großen Turm zur Götzenanbetung zu bauen, der bis in den Himmel reichen sollte. Um das gottlose Treiben zu stoppen, verwirrte Gott die Sprache der Menschen, sodass wir von da an auf der Erde nicht mehr eine, sondern wie heute noch tausende verschiedene Sprachen haben. So mussten die Menschen von dem götzendienerischen Bauwerk ablassen und es entstanden die verschiedenen Volksstämme, aus denen sich mit der Zeit Nationen entwickelten. So verbreitete sich die Menschheit nach und nach über das gesamte nachsintflutliche Festland der Erde. Die Zeitperiode nach der Sintflut ist nach Gottes Heilsplan vor allem durch die Erwählung des Volkes Israel geprägt. Gott erwählte dieses Volk als das Seine, um an ihm, allen Menschen modellhaft seine Größe, Macht und Herrlichkeit zu demonstrieren. Die Geschichte Israels begann mit der Bestimmung Gottes von Abraham zum Stammvater Israels. Aus seinen Nachfahren gingen die 12 Stämme Israels, zu denen die Juden gehören, hervor. Durch die Wunder, die Gott mit Israel tat, konnte schon damals jeder Mensch, der sein Herz für die Suche nach Gott öffnete, den ewig existenten Schöpfer aller Dinge erkennen. Es ist zu allen Zeiten Gottes sehnlichster Wunsch, dass wir als seine Geschöpfe ihn erkennen und seine Herrlichkeit ehren. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Psalm 46,11. Bereits durch die Propheten Israels und sogar schon in 1. Mose 3 wurde das Kommen des Messias, Jesus Christus, auf die Erde vorhergesagt. Sowohl sein erstes Kommen als der leidende Messias, als auch das des herrschenden Richters über die Welt. Das erste Kommen Jesu auf die Erde hat sich bereits erfüllt. Von da an zählen wir das Jahr Null, die Geburt Jesu Christi, die durch den Fall nach unten dargestellt ist. Jesus wurde gezeugt durch den Geist Gottes und von der Jungfrau Maria geboren. So kam er ohne vererbte Sündenbelastung in die Welt, und sein ganzes Leben übertat er im Gegensatz zu uns allen keine einzige Sünde. In Jesu Leben auf der Erde erfüllten sich in etwa 300 Prophetien des Alten Testamentes.
Wie vorhergesagt im Buch Jesaja wurde er hingerichtet wie ein unschuldiges Lamm, um für unsere Schuld, die wir Menschen gegenüber Gott haben, zu bezahlen. Am dritten Tag nach seinem Tod am Kreuz ist Jesus auferstanden, wie es der schwarze Pfeil nach oben hier andeuten soll. Nach seiner Auferstehung erschien er über 500 seiner Nachfolger. So konnte Jesu Tod und Auferstehung durch viele Augenzeugen bestätigt und überliefert werden. Nachdem das Volk Israel mehrheitlich den Herrn Jesus als Gottes Sohn abgelehnt, ja sogar verurteilt und töten hatte lassen, wendete sich Gott nun den Heidenvölkern, den Nichtjuden zu. Seither ist die irdische Heilslinie Israels für eine begrenzte Zeitperiode unterbrochen. Gott hat sein Volk jedoch nicht endgültig verstoßen. Israel wurde zum Teil verstockt und damit blind für die rettende Gnade, die uns Jesu Opfer am Kreuz ermöglicht. Wenn die volle Zahl der Heiden, die Gottes Heil annehmen wollen, erreicht ist, wird sich Gott wieder direkt seinem Volk als Erlöser und herrschender Messias zuwenden. Israel ist nun also nicht verstoßen, sondern für eine bestimmte Zeit beiseite gesetzt. In die nun unterbrochene, in der Zeitachse blau dargestellte Verheißungslinie Israels schob Gott nicht lange nach der Auferstehung Jesu die sogenannte Zeit der Nationen oder der Tag des Heils ein. Diese Heilsperiode dauert immer noch an. Der auferstandene Jesus Christus war dem Saulus begegnet, als dieser noch einer der größten Christenverfolger war. Dieser erkannte den Herrn Jesus als Gott und wurde sodann als Paulus zum treuen Diener Jesu. Jesus hatte ihn zum Apostel der Nichtjuden bestimmt und dieser erfüllte seinen Auftrag treu und konsequent. Es entstanden bald darauf viele Christengemeinden, durch die sich dann das Evangelium Jesu Christi über die ganze Erde verbreitete. Die jetzige Periode, die nun schon seit circa dem Jahr 34 nach Christus andauert, wird auch die Zeit der Gnade genannt. Sie löste die sogenannte Zeit des Gesetzes ab, die von Mose bis hin zum Tod Jesu reichte. Jeder, der an Jesus glaubt und ihn als seinen persönlichen Retter annimmt, wird durch die Gnade Gottes gerettet. Die Schuld jedes einzelnen Menschen hat Jesus Christus durch seinen Kreuzestod bezahlt. Die Gesetze Gottes hatten uns Menschen von unserer Sündernatur überführt. Nun bietet Gott jedem Menschen das ewige Heil an, der an Jesus Christus als seinen Erlöser und Herrn glaubt. Wie unsere Rettung möglich wird, haben wir in unserem Video Licht im Dunkel dieser Zeit genauer beschrieben. Die Gnadenzeit wird eines Tages ganz plötzlich enden. Plötzlich und in einem Augenblick werden alle geretteten Christen von der Erde in den Himmel entrückt. Sie werden dem Herrn Jesus in der Luft begegnen. Sowohl die bereits gestorbenen Christen als auch die dann noch Lebenden. Ich verweise hierzu auf unser Video Die plötzliche Entrückung der Christen in den Himmel. Der Moment der Entrückung ist zeitlich nicht vorhersagbar. Sie kann jederzeit erfolgen, also auch heute. Ebenso kann Gott sie noch um eine ungewisse Zeitperiode hinauszögern. Wenn die echten, gläubigen Christen von der Erde in Gottes Reich abgeholt worden sind, wird sich der heute schon immer deutlicher werdende Niedergang der Menschheit auf der Erde nochmal drastisch beschleunigen. Gott spart seine Gerichte lange auf aus Gnade und weil er will, dass jeder gerettet wird, aber irgendwann ist auch seine Geduld und Gnade zu Ende. Auf die Zeit der Gnade wird die schlimmste Periode der Menschheitsgeschichte folgen, der Tag des Herrn bzw. die Zeit der Zorngerichte Gottes über alle gottlosen Menschen. Eine Zeit, in der der sogenannte Antichrist, ein Weltdiktator, die Herrschaft für begrenzte Zeit erhalten wird. Es ist die Zeit des Zornes Gottes über Israel und die gottlose Menschheit. Sie beginnt mit einem Bündnis Israels mit dem Antichristen. Im Buch Jesaja wird es auch der Bund mit dem Tod genannt. Der Judenhass in der Welt wird bis dahin weiter zunehmen und dann sein absolutes Maximum erreichen. Unter diesem Druck werden viele Juden Schutz suchen, jedoch leider nicht bei Gott, sondern bei der Macht des Antichristen. Die finsteren Mächte, die diese Welt noch regieren dürfen, hassen Gott und versuchen daher seit alttestamentlichen Zeiten dieses Volk, aus dem der Messias hervorging, auszulöschen. In der Mitte der auf 7 Jahre begrenzten Periode wird sich der Antichrist in den dann wieder existierenden Tempel in Jerusalem begeben. Dort wird er gräuerliche Verwüstung anrichten und gotteslästerliche Dinge tun und reden. Die Menschheit, die sich nicht von Gott retten lässt, wird den Verführungen des Antichristen unterliegen und mit ihm ins Verderben gehen. Nachdem sich das wahre Gesicht des Antichristen in der Mitte der 7-Jahres-Periode gezeigt hat,
werden viele Nationen unter seiner Herrschaft vor allem gegen das Volk Israel und auch einige andere Länder marschieren und kämpfen mit dem Ziel, Israel komplett auszulöschen. Jerusalem wird erobert werden. Ein Teil des Volkes Israel wird durch den Herrn Jesus Christus gerettet werden. Jesus wird ihnen einen Fluchtweg in die Wüste schaffen. Dort werden sie die große Drangsal geschützt vom Antichristen überstehen. Die israelfeindlichen Heere werden am Ende dieser Zeit von Jesus und seinem himmlischen Heer besiegt werden. Das wird auch als die Schlacht von Harmageddon bezeichnet, wo der Antichrist und seine Anhänger ihr Ende finden werden. Alle Menschen, die sich dem Antichristen unterordnen, werden am Ende der Weltzeit vor Gottes Endgericht landen und dort verurteilt werden. Bei seinem zweiten Kommen wird der Herr Jesus für alle sichtbar in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Die heutige Christenheit wird dann auch leiblich mit ihm vereint sein und stets an seiner Seite sein, denn er hat sie erkauft. Nachdem Jesus zum zweiten Mal als Mensch auf die Erde gekommen ist, wird er von Jerusalem aus für 1000 Jahre die Erde regieren. Im sogenannten 1000-jährigen Friedensreich werden völlig andere Bedingungen herrschen auf der Erde als heute. Der Teufel wird in dieser Zeit gebunden sein und die Menschen nicht mehr verführen können. Am Ende der 1000 Jahre wird der Teufel nochmal herausgelassen aus seiner Gefangenschaft und die Menschheit erneut gegen den Herrn zur Sünde und zum Kampf führen. Gott möchte, so denke ich, dann noch einmal prüfen, wer wirklich zu ihm gehören will und wer nicht. Es wird nochmal eine große Schlacht geben und die Feinde Gottes werden am Ende von Jesus mit Feuer gerichtet werden. Nach den 1000 Jahren verheißt uns die Bibel die Auflösung der jetzigen Erde. Alle, die Gottes Gnadengeschenk in Christus abgelehnt haben, werden dann auferstehen zum Endgericht vor dem großen weißen Thron. Dort werden sie nach ihren Werken gerichtet und verurteilt werden. Denn Gott, der Herr, ist absolut gerecht. Für alle Geretteten wird es eine neue Erde geben, auf der alle erlösten Menschen die Ewigkeit im herrlichen Licht Gottes verbringen werden. Sehen wir uns am Ende noch die Einteilung der biblischen Bücher auf der Zeitachse an. Das Alte Testament beschreibt die Zeit von der Erdschöpfung bis hin zum Jahr Null, die Geburt Jesu Christi. Das Neue Testament beginnt mit den 4 Evangelien, die das Leben Jesu auf Erden beschreiben. Die Briefe der Apostel lehren uns Gottes Plan für die noch andauernde Nationenzeit. Für die Gläubigen der heutigen Zeit sind ganz besonders die Briefe des Heidenapostels Paulus lehrreich. Sie sprechen direkt in diese Heilsperiode hinein. Das Neue Testament endet mit dem Buch Offenbarung, in dem weit überwiegend die antichristliche Periode, der Tag des Herrn und die große Drangsal beschrieben sind. Das 1000-jährige Friedensreich ist vor allem im Alten Testament beschrieben. Im Buch Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, wird es dann wieder aufgegriffen. Die irdische Verheißungslinie Israels, in der Zeitachse blau dargestellt, wird sich mit den Ereignissen des Buches Offenbarung erfüllen. Wie schon erwähnt, wird die heute noch andauernde Heilsperiode vor der Entrückung auch die Zeit der Nationen genannt. Die Zeit davor zwischen Mose und Jesu Tod, die Zeit des Gesetzes. Das Gesetz überführt die Menschen von ihrer Sünde, aus der sie sich nicht durch eigene Werke erlösen können. Die Zeit der Gnade Gottes knüpft an die Verheißungen, die Gott Abraham gemacht hatte. Daher erben heute alle, die an Jesus Christus glauben, den Segen aus dem einseitigen und bedingungslosen Bund, den Gott mit Abraham gemacht hatte. Zuletzt dürfen wir auch den Feuersee nicht unerwähnt lassen. Das ist der Ort ewiger Qual, wo alle Seelen enden werden, die sich nicht von Gott bzw. Jesus Christus erlösen lassen wollten. Den ewigen Feuersee, auch Hölle genannt, gibt es also wirklich. Da unsere Seelen Ewigkeitsgeschöpfe sind, gibt es aus dem ewigen Feuersee keinen drinnen mehr, für niemand. So stellt sich auch für Sie die wichtige und alles entscheidende Frage: Wo stehen Sie in Bezug auf Gottes Heilsplan? Sind Sie gerettet? Gehören Sie zu den echten Christen? Falls Sie da noch unsicher sind, prüfen Sie sich im Licht der Bibel lieber heute als morgen. Ergründen Sie das Leben Jesu, seine Botschaften, seine Wunder, seine Rettungstat. Erkennen Sie Ihre eigenen Sünden. Bitten Sie den Herrn Jesus um Vergebung. Danken Sie ihm für sein vollkommenes Opfer am Kreuz, das auch für Ihre Sünden erfolgt ist. Nehmen Sie sein Opfer für Ihre Sünden im Gebet an. Folgen Sie ihm, denn er ist das Licht der Welt. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der einzig gute, vollkommene Herr, den es für uns gibt.
Wer Jesu Gnade geschmeckt hat, wird von der Sündenlast befreit und ist dem Herrn Jesus ewig dankbar. Gelobt sei der Herr Jesus Christus. Er lebt und regiert in Ewigkeit. Wenn noch nicht erfolgt, lassen auch Sie sich versöhnen mit Gott durch den Herrn Jesus Christus. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es ist ein Wunder aus heilig Blut, für arme Sünder quält. Ein Born, der lauter Wunder tut und jeden Kummer stillt. Der Schächer fand den Wunderquell, den Jesu Gnade. Paradies. Auch ich war einst in Sünden.